Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter mit unserer Stadt aktiv und waren ordentlich am Wachsen, wie ich finde. Und wir sind mittlerweile bei 15.000 Einwohnern und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Universität zu bauen. Monatliche Kosten 1.500. Ja, riesiges Teil. Kostet aber auch ordentlich, aber diese Investition, Freunde, wird sich lohnen. Deswegen packt die Uni hier hin. Zack, Freunde, da haben wir monatliche Kosten von 4.400. Und schon, ja, kein Bedarf mehr. Alles klar. Genau, ihr seht, unsere Stadt hat sich ordentlich entwickelt. Und wir müssen jetzt mal kurz wieder in die Industriestadt springen. Ab in die Region. Und genau, mal die Industrie sich aufbauen lassen. Würde ich sagen, gehen wir hier rein. Zack. So, Freunde. Industrie, jawohl. Hier müssen wir nämlich auch eine Kläranlage bauen, weil... Ja, ja, deswegen, Freunde, wegen den Umweltschützern, die die Wasserpumpe trockenlegen. Als ob ich es gewusst hätte. So, Wasserverschmutzung. Genau, wir müssen nämlich auf die Wasserverschmutzung hier achten. Es ist tatsächlich ein bisschen problematisch damit. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da jetzt hin mit der Straße? Das ist jetzt... Ich muss leider ein Gebäude dafür abreißen. Es tut mir leid. ja, genau. Damit das Gebäude die Arbeit aufnehmen kann. Wird es jetzt weniger tatsächlich mit der... Ja, die Wasserverschmutzung wird weniger, wird aber wieder mehr. Okay. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich aufpassen mit der Wasserverschmutzung im Industriegebiet, ne? Deswegen baue ich da einfach nochmal ein Klärwerk dahin. Einfach, um dem vorzubeugen. So. Die Industrie ist nämlich ordentlich hier, wird ordentlich gebraucht, deswegen. Nachbarschaft tauscht Müll gegen Moniten. Ja, Smog. Freunde, ist in Ordnung, das ist eine Industriestadt. Deswegen. So, dann hier zack. Noch ein Klärwerk, weil es ist nämlich ordentlich, diese Wasserverschmutzung hier. Deswegen, Wasserverschmutzung. Wo ist es hier? Schaut euch das an. Hier, Wasserverschmutzung, das ist schon heftig. Es ist schon krass, ja. Was hier an Klärwerken benötigt wird, ey. Meine Güte. Ist das überhaupt am... Sind die überhaupt am Wasser angeschlossen? Wartet mal gerade. Die sind nicht am Wasser angeschlossen. Ja, okay. Da kann das auch nicht funktionieren. So, jetzt aber. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. An diesem Sonntagabend tatsächlich. Morgen wieder Arbeit angesagt. Aber kriegen wir schon hin. So, dann hier, zack. Schaut euch das an, ey. Es ist so heftig. Gut, wir brauchen ein neues Kraftwerk. Ein neues Ölkraftwerk. Ohne Nass kein Spaß. Ja, das ist richtig. Wir brauchen neue Wasserpumpen. Zum Glück brauchen die keine Straßenverbindung. So, und dann bitte, genau, ist schon angeschlossen, dann zack. Hä, warum geht das nicht weg? Wartet mal. Warum geht das nicht weg? Okay. Das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, aber... Ja. Warum? Was ist das jetzt? Warum? Brauchen noch mehr Wasserpumpen. Krass, Freunde, okay. Äh,
Weil das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum? Aber gut, ist halt so. Ist das wieder wegen den Umweltschützern hier? Es ist wieder wegen den Umweltschützern, glaube ich. So. Wir müssen ganz viele Klärwerke bauen hier, ey. Das ist schon richtig krass. So, Wasserverschmutzung. Ja, was sollen wir da machen? Ist halt Industrie, Leute. Was sollen wir da machen? So. Ja, Straße platzt aus allen Nähten. Warum? Ich weiß, wir halten uns jetzt länger hier in der Industriestadt auf, aber es ist halt sehr wichtig gerade. Warum? Was soll das, dass die hier kein Wasser haben? Was zur... So, jetzt, okay. Jetzt haben sie volles Wasser. Alles klar. Dann alle wieder beziehen. Ja, Geldbestand. So, das heißt aber auch, dass wir jetzt hier tatsächlich wieder in die Agrarwirtschaft überspringen müssen. Ja, Freunde, ihr seht's, ne? Eine Stadt zu haben, ist tatsächlich mehr Aufwand. Weil wir hier uns um die ganze Region kümmern müssen. So, und ihr seht, diese Agrargebiete fressen echt viel Platz. Aber hey, oh! Größere Agrargebiete. Okay, Freunde. Ach ja, das macht Spaß. Mal ein bisschen was Gemütlicheres hier. Nicht mehr sowas Stressiges wie Resident Evil oder Empire Earth oder keine Ahnung was. Das war immer so stressig. So, dann baut ihr mal das auf. Genau, was ist das hier? Warenstau macht Wirtschaft lau. Ja, okay. pH-neutral pflanzen. Alles klar. Was ist das hier? Achims Äcker. Boah, was hier eine Nachfrage an Agrargütern ist. Das ist unfassbar, Freunde. Unglaublich, sage ich euch. Was wir hier an Feldern brauchen. Meine Güte. Ja, die bauen und bauen und bauen und es wird nicht weniger. Schaut euch das an. Die Nachfrage. Ich glaube, wir müssen echt schon... Wir sind schon voll hier. Was zur... Wir sind schon voll. Alles klar, ey. So, Freunde. Also wir haben jetzt quasi eine volle Stadt mit Bauernhöfen. Und es ist immer noch voll. Kann man das hier irgendwie beeinflussen, ob da... was für Gebäude da kommen? Nee, kann man nicht. Okay. Zone aufheben und dann vielleicht nochmal eine neue Zone machen? Wie sieht denn das aus? Agrargebiet? Alles klar, Freunde. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier die Felder mal ein bisschen... Ah, wir müssen die Felder verringern, Freunde. Ja, diese Folge mal ein bisschen Regionsmanagement. Muss auch mal sein. Ja, damit wir hier nicht, nicht so viel Platz verlieren. So. Ja, schaut euch das an. Wir können hier tatsächlich... Wartet mal, ich bin kurz drauf zu sagen, dass wir alles nochmal aufheben, aber das kostet halt viel. Das ist halt das Problem. Das kostet sehr viel, das Aufheben. Ja, guckt euch das an. So, dann machen wir hier jetzt mal nochmal... nein, nicht stark gebaut. Agrargebiet. So, Agrargebiet. Machen wir hier jetzt auch nochmal. Und hier so auch nochmal. Die Bauernhöfe. Richtig krass, Freunde. Was die an Bauernhöfen brauchen, die Leute, ist unfassbar.
Ja, guckt euch das an. Also das ist echt. So, dann machen wir das mal komplett weg hier. Das habe ich gerade falsch gemacht. Okay. Das heißt, wir dürfen gar nicht so krass die Gebiete hochziehen. Wartet mal. Oder kommt jetzt nichts mehr an? Na, kommen jetzt keine mehr? Ah, doch, okay, alles klar. Genau, Bauernhöfe? Richtig. Ja, das... Oha, was ist hier los? Hey! Wie dreist seid ihr? So, ihr klaut euch einfach das Ackerland. Na gut. Na, was passiert? Sollte eigentlich ein neuer Betrieb hinkommen? Oh Gott, wir brauchen noch 6000 Arbeitsplätze an Agrar. Naja, gut. Gut, Freunde, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt allerdings auch schon Hightech-Industrie brauchen, würde ich einfach mal sagen, machen wir hier nochmal eine neue Stadt. Für Hightech-Industrie, Freunde, weil ihr seht's ja hier, wie wir hier die Hightech-Industrie brauchen, ne? Und da würde ich einfach mal sagen, machen wir das mal. Eine Stadt für Hightech-Industrie. Hightech-Industrie ist nämlich sehr schwer, ja, aufrecht zu erhalten, weil die einfach viel Attraktivität brauchen. Und viel Attraktivität erfordert, dass man Kraftwerk und Wasserpumpen ganz weit weg baut davon. Und dann am besten noch mit Parks auffrischt. Das ist einfach krass, was die Hightech-Industrie alles braucht. Deswegen, machen wir das so. Dann legen wir die Wasserleitung von da ganz hinten hier vorne hin. So. Die brauchen, was die brauchen, ist nämlich unglaublich. Da müssen wir gleich noch Parks bauen, tatsächlich. Oder probieren wir es mal. So, mach mal schnell. Ja, seht ihr das? Hier ist die Hightech-Industrie, Freunde. Saubere Industrie ist das. Das ist saubere Industrie. Und Hightech-Industrie sind gleichzeitig Wohngebäude, die benötigt werden in unserer Hauptstadt. Ja, würde ich sagen. Springen wir nochmal in unsere Hauptstadt rein und gucken, was da jetzt los, was da jetzt abgeht. Weil Industrie wird tatsächlich nicht benötigt. Wohngebäude und Gewerbegebiete. Dann lassen wir das mal laufen. Oh, Geldbestände. Ja. Wir brauchen mehr Einwohner, bitte. Ja, schaut euch das an, Freunde. Mehr Steuerzahler. Ah, sehr schön. Sebitan stellt sich auf unsichtbare Wellen ein. Ein Radio ist etwas ganz Besonderes. Musik kann jeden Unruhestifter in Sebitan beruhigen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr Name auch sehr oft fallen wird, Bürgermeister. Bauen Sie einen Radiosender und die Leute werden Ihnen zuhören. Ja, dann machen wir das mal, das Radio. Das kommt dann hier oben hin. Ein Radiosender. Hehe, cool. Werbespots pro Stunde 9. Ja. Alles klar. Und wir haben tatsächlich wieder ein Plus. Wir erwirtschaften gerade ein Plus. So, wir brauchen wieder Industrie. Das heißt, ich muss gleich nochmal... Boah, schaut euch das an. Feuerkämpfung, Bekämpfung von oben. Eine Feuerwehrlandebahn. Ja, die werde ich definitiv auch hier hinzimmern. Weil es ist Zustände wie in der Sakristienbüchse. Ja, wir müssen ein Gefängnis bauen. So. Und dann heißt erstmal hier, das ist nämlich ein Feuerwehrflughafen. Genau, für ein Feuerwehrflugzeug, Freunde. Boah, schaut euch das mal an, wie wir hier wachsen. Schaut euch diese Klötze an. Aufgrund langer Pendelstrecke verlassen. Was zur... Die sollen sich mal nicht so anstellen, aber gut. Alles klar, wird denn hier überhaupt ein Bus genutzt? Nutzt ihr den Bus? Ja, Bus 99, alles klar.
Ja, jetzt langsam wird mir das wieder ein bisschen zu schnell. Wir brauchen Gewerbegebiete, ganz dringend. Wir können jetzt nämlich auch langsam damit anfangen, 4x4 Gewerbegebiete zu bauen. Genau, Freunde. Genau, 4x4. 4x4 macht dann nämlich tatsächlich größere Gebäude aus. Und ja, die werden wir brauchen, um einfach mehr Jobs bereitzustellen, Freunde. Genau. Dann würde ich sagen, ja, lass mal laufen. Medizinerinnen reagieren allergisch auf Finanzmittelknappheit. Ja, okay, dann bauen wir da noch ein paar Parks rein. Dann wollen sie noch nicht so richtig. Ach, das sind jetzt 2x4x4, ne? Aber jetzt? Ja, schaut euch das an. Alles klar. Das freut mich immer. Das freut mich immer sehr. So, Gesundheit und Bildung. Mach mal bitte Pause. Genau, können wir das ja hier hochschrauben. Ne, nicht die Bildung. Gesundheit bitte hochschrauben. Genau. So, genau. Brauchen wir jetzt mehr Leute hier, ganz klar. Gefangene geben sich Selbstbefehl. So, noch eine Bürgermeisterstatue. Ja, dann machen wir die einfach mal hier hin. Oh mein Gott, was wird denn hier gebaut? Das Simon-Gebäude. Wow. Das ist schon geil gerade, muss ich sagen. Das ist richtig cool. Wow. Das macht schon richtig Spaß jetzt mittlerweile, ja, muss ich sagen. Gut, dann brauchen wir wieder Industrie. Wow, aber lass sie erstmal aufbauen. Wow, meine Güte. Das ist schon ordentlich. Ja, wir brauchen ein Gefängnis, aber ein Gefängnis möchte ich eigentlich ungern bauen, weil keiner will in der Nähe vom Gefängnis wohnen oder arbeiten. Aber es muss halt scheinbar sein. Max. Und das kostet 450. Wo sollen wir das hinbauen? Mach das mal hier hin. Gefängnis. So. Anzahl der Insassen 44. Ja, aber im Moment passt das doch. Jawohl, Freunde. Was haben wir da wieder Schönes? Absolute hohe Gewohneinfunkintelligenz. Wie jetzt? Wir haben doch unsere Bildung. Ah, hier. Das heißt, wir brauchen mehr Schulen. Sind die Schulen da oben voll? Na gut, das ist jetzt Anzahl der Schülerkapazität. Okay, die diese ist nicht voll. Dies ist voll, okay. Das heißt, wir brauchen eine große Grundschule. Oder die kostet 1500. Aua, aua. Ja, okay. Aber da guckt mal, da kommen schon wieder neue Gebäude. Sims suchen Büros. Wachstumsstadt sehen sich nach Saft. Industrie braucht Platz zum Wachsen. Ja, aber wir brauchen mehr Energie. Ach du Scheiße, die monatliche Kosten sind gerade heftig. Ja, aber die Gebäude, die bringen viel Geld. Ja, minus 600. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht zu viel monatliche Kosten entstehen lassen hier. Wow, Leute, schaut euch das an, wie das wächst. Es ist so krass, schaut euch das an. Top-Polizisten fordern Modell für Hubschrauber. Erstmal dich. Wir müssten erstmal wieder Geld sammeln hier. So, das gefällt mir nicht. Warum? Ja, okay. 6400. Ja, ist noch in Ordnung, aber wir müssen das im Auge behalten. Also. Mach mal Pause. Warum ist jetzt hier zu viel? Ah, wegen der Industrie. Okay, dann gehen wir mal bitte in die Region zurück.
noch mehr Industrie bauen hier, los. So. Gut. Dann. Die mit ihrer Wasserverschmutzung hier immer. Das ist echt ein Problem. Aber, nee, geht. Oder? Wasserverschmutzung geht. Das ist die Luftverschmutzung. Wasserverschmutzung. Geht echt. Ja, dann lass mal laufen. Lass mal laufen, so. Ja, wir brauchen alles. Dann machen wir das mal. Mehr Industrie. Zack. Jetzt am besten fangen wir hier unten an. Riesige Industriegebiete brauchen wir, weil wir hier so krass wachsen. Das ist unglaublich, Leute. Es ist wirklich krass. So. So schnell habe ich tatsächlich in meinen privaten Versuchen auch noch nicht, bin ich auch noch nicht gewachsen. Das ist schon wow, muss man sagen. Ablehnen. So. Das ist schon heftig jetzt. Aber hey. Oh, das brennt. Oh mein Gott. Okay, es brennt. Feuerwehr? Ja. Nee, komm, dann reiß das ab. Dann reiß die Dinger ab. Machen wir eine Feuerwehr dahin. Kommt. So. Einfach so. Da brennt sogar noch was. Wow, was? Ah, nee, okay. Alles klar. So kann man Brände auch löschen. So kann man Brände auch löschen, oder? So. Sehr professionell, ich weiß. So. Zack. Mehr Gebäude. Boah, schaut euch das an. Was hier alles an Gebäuden kommt, ey. Meine Güte. So. Herstellungsindustrie. Brauchen wir auch. Ja, die brauchen ein bisschen, bis sie kommt. Oh Gott, die Geld. Oh ja. Oh ja, die Finanzen. Oh oh. Was kostet hier so viel? 5100 Wasserrohre. Was zur... Die Wasserpumpen. Alles klar. Wartet mal, dann... Müssen wir hier tatsächlich die großen Wasserpumpen hin. Monatliche Kosten 3000. Was zur Hölle. Ja gut, aber das ist... geht schon. So. Ohne Nass kein Spaß. Ja, aber wir haben doch... Sollte doch jetzt passen. Überflüssige Rohre können wir eigentlich auch entfernen hier. Die können wir eigentlich auch entfernen. So. Weil die kosten ja auch ohne Ende. Ne, mit den Rohren müssen wir auch ein bisschen sparsamer umgehen. So. Oh nein, was ist jetzt wieder? Warum ist da rechts kein Wasser? Warum ist hier kein Wasser? Jetzt sagt bloß, die Wasserpumpen reichen nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Oh nee, was? Wow, 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 Moment. Warum habe ich das jetzt abgerissen? Große Wasserpumpe. Hier hin. So. Das muss jetzt reichen. So. Muss reichen. So. Ja, die Budget. Okay. Schwerer Stadt für Schlag für Stadtbudget. Ei, ei, ei. Ja, gut. Aber dann ist das jetzt tatsächlich hier. Erstmal war es das erstmal mit der Industriestadt. Dann gebe ich diese Stadt jetzt tatsächlich auf. Beziehungsweise nein. So. Ich werde jetzt einfach hier so belassen, diese Stadt. Weil das sind viele Industrieplätze, die da jetzt, ja. Die da jetzt belegt wurden. Und, sind wir lieber in unserer Hauptstadt, kommt. Wobei hier auch das Geld langsam ein Problem wird. Hier wird auch langsam das Geld ein Problem. Ich glaube, wir sollten mal mehr Gewerbegebiete hochziehen, wa? Wartet mal. Sollten wir tatsächlich.
Gewerbegebiet. So, hier, zack. So. 1, 2, 3, 4. Dann hier, genau. Ein riesen Gewerbegebiet, bitte. Und zwar genau bis hierhin. So. Und dann haben wir da oben schon eine Bushaltestelle. Dann machen wir da oben noch eine hin. Machen wir hier unten noch eine hin. Und dann hier. Upsala. So. Und dann hier, genau. Machen wir hier Dreiergebäude und hier Vierergebäude. So, Freunde. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier wieder Einkommen generieren. Wie machen wir es am besten? Mautstellen. Mautstation. Genau. Leute können auch mal was bezahlen hier. So. Dann machen wir hier nochmal was hin. Am besten nur an die Stadtränder. Weil mitten in der Stadt ist halt blöd wegen Stau, ne? Ist klar. So, das passt ja wunderbar hier. Perfekt, Freunde. Da kommt sogar schon was, oder was? So, einziehen. Beziehungsweise aufbauen hier. Zack. Schau ich das an. Sehr schön. Ah, Gott sei Dank. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder ein Finanzplus. Ja, das ist doch sehr gut. Gute Grüns von Golfern gewünscht. Bürgermeister, ich habe gerade eine Petition für den Bau eines distinguierten Country Clubs mit Golfplatz innerhalb der Stadtgrenzen von Sebiton für von einigen unserer müßig orientierten Bürger erhalten. Wir sollten sie besser nicht enttäuschen. Sie könnten dann hin und wieder in der Mittagspause ein wenig das Putten üben. Also für die Reichen. Ein Golfplatz, yo. Schau ich den an. Zack. Ein Riesengolfplatz. Ein Riesengolfplatz. Durch das Punkte 0, ja. Sehr toll. So, die kommen nämlich alle mit dem Auto, wie ihr seht, und mit dem Bus tatsächlich. Und viele mit dem Auto. Die meisten kommen tatsächlich noch mit dem Auto. Schaut euch das an. Das ist schon krass gerade, wie unsere Stadt mittlerweile aussieht. Ey, ich bin so happy mit unserer Stadt, wirklich. Und wir verdienen auch noch mehr Geld. Nur wir verdienen wieder Geld. Das ist ja das Gute. Wow. Was ist jetzt? Religiöser Ruf nach neuem Dach. Bürgermeister, wir sind als tolerante Stadt für alle Glaubensrichtungen und religiösen Zwecke bekannt. Da nun Sebiton seine momentanen Möglichkeiten ausgereizt hat, sucht eine neue Gemeinde ein Gebetshaus. Noch eine Kirche. Alles klar, noch eine Kirche. Wo machen wir die denn jetzt noch hin? Hier hinkommen, neben die Uni. Wie sieht die Uni eigentlich aus? Wie lacht denn der? Die ist ja geil. Okay. Schülerkapazität 4000. Schüler 3. Ja, die passt. Passt. Also, oh, schaut euch das mal an. Was ist offen hier? Oh, geil. Ja, da baut man hoch. Zieht das mal hoch. Krass. Oh, schaut euch das an. Das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Mittleres Wohngebiet. Es ist cool. So, hier haben wir auch, ne? Verschmutzung mittel. Müll gering, Schulniveau hoch, Krankenhausniveau, Kriminalität gering. Das ist alles gut eigentlich, außer der Pendelverkehr. Wo fahrt ihr denn hin? Wo fahrt ihr denn hin? Ihr fahrt mit Bus zur Arbeit und raus aus der Stadt. Und das finde ich nicht gut, dass die alle raus aus der Stadt fahren, aber gut. Ist halt so. Gut, das heißt, wir können es eigentlich nochmal laufen lassen jetzt für eine Minute. Oh, wir brauchen Wasser. Verdammt, wir können nicht laufen lassen. Okay, Nachbarschaftshandel. Wir haben nämlich wieder ein bisschen was an Finanzen zur Verfügung. Das ist teuer. Lagerung, ja. Es ist sau teuer gerade, aber sollte passen, wenn die Leute jetzt nochmal einziehen.
Oder müssen wir weniger... Oh Gott, wir müssen weniger Wasser kaufen. Verdammt. Okay, weniger Wasser. Weniger Wasser. Ganz dringend. So. Alles klar. Geil. Schaut euch das an. Neuer Grund für ein Gericht. Monatliche Kosten. Ein Gerichtsgebäude. Macht das Gerichtsgebäude am besten direkt hier neben das Gefängnis, ne? Aber... Ja, macht das direkt hier neben das Gefängnis. So. Ich meine, schaut euch das an. Die Stadt ist schon wirklich heftig. Muss, ne? Schaut euch das an, die Gebäude, die kommen hier raus im Boden geschossen wie nix. Aber warum? Was ist hier... Die sind schmutzig, die Gebäude. Das heißt, da ist irgendwas... Verschmutzung, Mittelschulniveau, Krankenhausniveau. Aha, okay. Das Krankenhausniveau, also... Straße platzt aus allen Nähten. Oh ja. Alles klar. Das sieht schon geil aus hier, guck mal. Wow. Das sieht schon cool aus, ey. Alles klar, ja, da würde ich jetzt gerne eigentlich noch 2 Minuten laufen lassen. Weil die Finanzen, die sehen wirklich nicht gut aus. Wir brauchen Büros, ne? Wir brauchen echt Gewerbegebiete. Ich weiß, wir sind jetzt eigentlich schon drüber, über die 30 Minuten, aber... Ich möchte gerne noch dieses eine Gewerbegebiet hier hinziehen. So, Sims suchen Büros, ja, danke. Ich baue schon Büros. Uff, so. Ja, passt doch. Aber was sind das denn hier für Dinger? Baut mehr Büros. So, genau. So muss das aussehen hier. Zack. Nicht so Mini-Teile hier. So. Sehr schön, Freunde. Gut, dann haben wir wieder ein sehr gutes Einkommen. Dann müssen wir eigentlich auch die Gesundheit mal ein bisschen wieder... Ah, nee, die Bildung... Ja, die Bildung können wir hochschrauben. Alles klar. Das ist gut, Freunde. Das ist sehr gut, dass wir die Bildung hochschrauben können. Die Einnahmen, die schwanken total, ne? Aber hey, das passt. Das passt richtig gut gerade. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so laufen. Schaut euch das an, wie schön unsere Stadt aussieht. Das Krankenhausniveau, wartet mal. Wo ist die Gesundheit hier? Krankenhausniveau. Mittel. Ja, das eine Krankenhaus für die ganze Stadt. Ja, das ist ein bisschen... bisschen doof. Aber gut, Freunde. Jetzt gerade verlieren wir wieder Geld. So. Ich habe nämlich noch nichts an den Steuersätzen geändert, tatsächlich. Weil ich da echt Schiss vorhabe. Vor dem Anpassen der Steuersätze. Ja, wobei, das können wir eigentlich mal machen. Ich meine, geringfügig sollte das ja nichts machen. Wenn wir die auf 10 setzen zum Beispiel. Ne, wenn wir die auf 10 setzen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ich weiß, ich überziehe jetzt ein bisschen. Aber mal gucken. Also das sollte eigentlich noch nicht so viel ausmachen. Ne, das passt. Alles klar, Freunde. Und dann würde ich nämlich ganz gerne jetzt als letzte Aktion in dieser Folge... noch ein neues Krankenhaus aufbauen. So. Weil die monatlichen Kosten sind echt übel, die wir hier gerade haben. Gesundheit und Bildung vor allem. Ja. Lassen wir sie mal aufbauen. Die streiken. Das ist jetzt blöd. Die streiken gerade. Was machen wir da jetzt am besten gegen? Ja. Wir müssen jetzt gerade echt aufpassen, dass wir da hier nicht pleite gehen. Aber wartet mal, wir kriegen ja Sondergebäude. Stimmt, Leute. Wenn wir kurz vor der Pleite sind, kriegen wir Sondergebäude, die uns vor der Pleite schützen. Ich würde sagen,
speicher das mal bitte, bevor wir jetzt hier irgendwie bankrott gehen. Weil jetzt kommt nämlich langsam der Punkt, wo wir tatsächlich bankrott gehen könnten. Wir kriegen nämlich Sondergebäude. Das weiß ich noch, Freunde. Wir kriegen wirklich Sondergebäude. Hier oben das, was ist das denn schon wieder? Baut vernünftige Büros auf. Ja, ja, der Geldbestand. So, minus 1000. Das möchte ich bitte jetzt noch geregelt kriegen, das Problem. Bevor wir jetzt die Folge beenden. So, seht ihr das? Gefängnis bietet Freiheit von Budgetbedrängnis. Genau, Freunde, wir kriegen ein Gefängnis. So, dann kriegen wir gleich noch ein Gebäude. Geschäftsreise vor dem fliegenden Flughafen. Nee, erstmal nicht. Erstmal tatsächlich nicht. Militärstützpunkt. So, Freunde, wir kriegen unseren Militärstützpunkt. Der bringt uns nämlich auch Geld ein. Den können wir auch direkt hier oben hinbauen. So. Und schon haben wir nicht mehr so große Probleme. Ja, wobei. Ich habe ja schon die Steuern erhöht. Also. Das muss ich jetzt echt beobachten. Ja, es tut mir leid, wenn es jetzt eine längere Folge wird. Aber das muss ich jetzt echt beobachten, hier die Situation. Weil die Kosten sind gerade heftig. Da muss jetzt gleich noch die Meldung, für ein Gebäude muss die Meldung noch kommen. Für den Raketenstützpunkt, Freunde. Wir gucken gebannt hier auf die Stadtbudget steht. Ach Gott, und wir brauchen mehr Wasser. Das gibt's ja nicht. Monatliche Ausgaben. Nachbarschaftshandel. Wasser. Ja gut, aber das ist ja noch... So. Deswegen auch... Okay. Das heißt, wir brauchen... Ah, okay. Das heißt, wir müssen mehr Wasser importieren. Ist klar, Wasser. Wow, das ist übel. Aber jetzt haben wir es wieder. Aus. So, okay. Geht raus. So. So. Wir müssen aufpassen. So, darauf habe ich gewartet. Raketenjagd, Budget der Stadt in die Luft. Tatsächlich, wir kriegen noch einen Raketenstützpunkt dazu. Das ist natürlich... Ja... Und schon haben wir mehr Geld. So, Freunde. Dann verbinden wir das Ganze mal mit der Straße. Abbrechen. So. Okay, da müssen wir jetzt tatsächlich auch die Steuern nochmal erhöhen für Gewerbe. So, Gewerbesteuern. Hier 10. Hier 10. Ja, so viel verdienen wir da gar nicht mit. Aber es muss halt so sein. Was soll ich machen? So. 10,5. Ja, und was bleibt mir noch anderes übrig? Wir müssen noch ein Gebiet hochziehen. Es tut mir leid, wirklich, wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Verdammt. Ja gut, aber... Wie gesagt, 38 Minuten. Es ist eine Donnerstagsfolge. Es ist jetzt meine letzte Folge, die ich heute aufnehmen werde. Deswegen... Ja, Freunde. Gut, Gewerbegebiete. Wir müssen unbedingt die Finanzen... Ach, verdammt. Verdammt. Unbedingt die Finanzsituation hier in den Griff kriegen. So. Dann bitte. So. Baut auf. So. Da fliegt die Rakete. Guckt euch das an. Die fliegt eine Rakete hoch. Raketenstützpunkt. Ach ja. So, können wir da oben noch eine Bushaltestelle? Hier unten bitte auch eine. So, und dann haben wir doch jetzt den finanziellen Höhepunkt erreicht, oder? Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Oh! Oh Gott. Okay, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt gerade...
Seht ihr das? Die haben uns die Energie abgezogen. Das heißt, wir müssen es tatsächlich nochmal laden. Oder einfach... Ne, kann ich ja auch nicht. Kann ich auch nicht. Wir haben es verkackt. Alles klar, wir müssen es nochmal laden. Ohne speichern. So, das heißt, wir müssen jetzt alles, was wir hier gerade nochmal gemacht haben... Müssen wir jetzt nochmal wiederholen, oder? Ja, wir... Wir haben jetzt die ganzen Gebäude nicht. Aber... Wartet mal. Wir müssen doch jetzt irgendwie das schaffen. Wir brauchen halt das Krankenhaus, ne? Anders geht's nicht. So. Wir brauchen dieses Krankenhaus hier. Weil sonst gehen die da streiken. Das ist uncool, echt. So. 10.100. Flinken Flughafen, nö. Gut. Jetzt sind wir ja gerade so an dem kritischen Punkt tatsächlich angekommen bei unserer Stadt. Wir sind schon bei 40 Minuten. Das ist echt krass gerade. Ich möchte halt diese Finanzsituation jetzt noch hier geregelt kriegen. Deshalb. So, deshalb. So. Nein, nicht so. Sondern so. Genau, weil wir müssen nämlich unbedingt das in den Griff kriegen. So. Deswegen dauert jetzt die Folge auch einfach länger, weil das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt hier. So, das Gefängnis und der Militärstützpunkt. So, Militärstützpunkt. Verdammt. In dieser Straße hier, so. Militärstützpunkt. Dann hier das Gefängnis. Ah, das passt ja wunderbar dahin, okay. dann weiteres Gewerbegebiet. Dann Bushaltestellen. So und so. Genau, dann hier ein paar Parks. So, und dann jetzt bitte nochmal gucken. Wir kriegen noch den Raketenstützpunkt. So. Wasser brauchen wir. Okay. Nachbarschaftshandel. Freunde, das ist hart gerade. Die Finanzsituation, das ist echt Mist, sag ich euch. Das ist Mist. Aber wir haben jetzt hier einen Raketenstützpunkt, den würde ich sagen, machen wir hier unten hin. So, zack. Und dann haben wir es doch gleich wieder. So. Weil nicht, dass die Nachbarn uns echt die Verträge kündigen, weil das wäre echt Mist. So, Steuern, Gewerbesteuern hoch. So. So. Das hier aufziehen. Das hier aufziehen. Das hier aufziehen. So. Weil sobald das passiert, ja, haben wir ein Problem. So, oh Gott sei Dank. So, haben wir es jetzt. Wir kriegen wieder Geld dazu. Und jetzt verlieren wir wieder was und jetzt kriegen wir wieder was dazu. Oh mein Gott, wir haben es, glaube ich, so gerade eben noch abgewendet, die Pleite. Alles klar. Weil die Nachfrage ist ja nach wie vor riesig, ne, wie ihr seht, nach Gewerbe und Wohnung. Alles klar, aber das Wichtige war halt jetzt wirklich, dass wir hier diese blöde Finanzsituation in den Griff bekommen haben. Oh mein Gott, Freunde, ich kann es euch gar nicht sagen, wie knapp das eben war. Alles klar, aber wie gesagt, 45 Minuten Folgen kennt ihr ja noch von mir. Kennt ihr ja schon von mir, ne? Alles klar, das heißt, wir haben uns jetzt gerade nochmal so den Hintern gerettet, sage ich einfach mal, und wir können es jetzt erstmal einmal so weiterlaufen lassen. Puh,
Gut, Freunde. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen. Wow. Was haben wir da unten? Planungsbüro weit voraus. Yeah. Da würde ich einfach mal sagen, jo Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzähle sie gerne weiter. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.